Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In den letzten Tagen war rund um Apple eine ganze Menge los. Erst hatten wir den Launch vom neuen iPod Touch, dann hatten wir die WWDC, aber es gab tatsächlich noch eine andere Sache, die vor alledem passiert ist, denn Apple hat neue 8-Kern MacBooks rausgebracht. Und genau so eins liegt jetzt vor mir auf dem Tisch, deswegen würde ich vorschlagen, packen wir es in diesem Video einfach mal aus und schauen uns an, wie viel Power das Ding tatsächlich hat. Viel Spaß! Als allererstes mal, der Titel ist kein Clickbait. Leider, mein Geldbeutel liegt da irgendwo hinten in der Ecke und heult, vollkommen verständlich. Denn was hier vor mir liegt, ist tatsächlich die Maximalkonfiguration vom neuen MacBook Pro. Und es ist nicht nur das stärkste MacBook, das Apple je rausgebracht hat, sondern tatsächlich auch das teuerste. Wir können uns gerade mal hier hinten anschauen, was das für eine Konfiguration ist, weil dann versteht man auch ein bisschen, wieso das Ding so teuer ist. Es ist nämlich nicht jedes der neuen 8-Kern-MacBooks so teuer. Denn wir haben hier, wenn ich das mal gescheit zeigen kann, das MacBook Pro 15 Zoll mit dem 2,4 GHz 8-Kern-Prozessor, der Radeon Pro Vega 20, 32 GB RAM und hier ist der Bösewicht quasi versteckt. 4 Terabyte Flash-Speicher. Und das ist so eine Sache, die braucht definitiv nicht jeder. Wenn man auf die 4 Terabyte Flash-Speicher verzichten möchte, kann man das machen und dann ist man eher bei so 4.500 Euro für einen MacBook mit derselben Leistung. Und wenn man noch so ein paar andere Sachen macht, wenn man, sage ich mal, mit 90% der Maximalleistung zufrieden ist, dann kann man auch auf unter 4.000 eigentlich runtergehen. Aber ich brauche das Ding zum Arbeiten, deswegen liegt es hier in der Maximalkonfiguration vor mir. Ich habe auch bei meinem letzten MacBook die 2 Terabyte Flash-Speicher immer massiv ausgenutzt und war sehr, sehr dankbar, die zu haben. Deswegen fiel jetzt hier, auch wenn es natürlich schwer war, die Entscheidung wieder auf den größtmöglichen Speicher. Aber ich möchte jetzt hier gar nicht weiter rumheulen, sondern eigentlich lieber das Ding auspacken und mal mit euch zusammen rausfinden, wie viel Power das tatsächlich hat. Denn was man bisher so gesehen hat im Internet, da kann man schon vermuten, dass das Teil hier eher so ein bisschen ein iMac Pro to go ist. Und es wäre der Hammer. Gerade für das Podcast-Projekt, das wir irgendwie machen, wenn wir da mal vernünftige Exportseiten hinbekommen könnten. Eieiei, das wäre ganz schön fantastisch. Aber gut, ich heb mal hier den Deckel jetzt tatsächlich an. Und da liegt es. Ich habe es diesmal in Silber genommen. Einfach, keine Ahnung, weil ich Classic Silber ein bisschen vermisst habe. Jetzt nach 3-4 Jahren Space Grau wird es mal wieder Zeit. Und man kann es einfach hier so rausheben. Ist genau dieselbe Form wie das alte MacBook. Von daher ist es gar nicht so spannend eigentlich. Wir haben aber hier tatsächlich auch noch ein USB-C auf USB-C-Kabel. Das ist das gute alte Netzteil. Und hier dazu neben ein paar Stickern und so weiter und so fort. Komm. Der Vollständigkeit halber zeige ich die mal auch noch. Hier tatsächlich MacBook Pro Sticker, bla bla bla, fantastisch. Ja, neben alledem haben wir hier auch noch das schöne Netzteil. Ich finde es immer noch ein bisschen scheiße von Apple, dass sie nicht mit diesem Netzteil zusammen auch diese Verlängerung mitliefern, die früher bei den MacBooks immer mit dabei war. Das ist eigentlich ein bisschen cheap, wenn man so ein teures Gerät verkauft, da nicht einfach noch ein vernünftiges Netzteil mit reinzulegen. Aber it is what it is. Deswegen hier, zack, so sieht das aus, was man dazu bekommt. Wie gesagt, hier zusammen mit dem USB-C-Kabel. Und ja, ansonsten ist die Verpackung hier eigentlich relativ schnell leer. Ja, deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt zum Rechner. Hier ist das gute Stück. So, ich lege immer auch hier das Messer beiseite. Es sieht genauso aus wie die ganzen anderen Touchbar-MacBooks, weil von außen hat sich relativ wenig getan. Und es ist tatsächlich auch so ein bisschen Grund zur Besorgnis, wenn man das so sagen kann. Denn das letzte MacBook, das Apple rausgebracht hat, das letzte MacBook Pro, wo sie das Update auf die 6-Kern-Prozessoren gemacht haben, das hatte ganz schöne Probleme damit, sich zu kühlen, was dazu geführt hat, dass die Prozessoren relativ häufig runtergetaktet haben. Jetzt haben wir nochmal 2 Kerne mehr von 6 auf 8 geht's hoch und immer noch dasselbe Gehäuse. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wird es genauso die Prozessoren begrenzen, einfach durch die Hitze, wie es das letzte MacBook getan hat. Die Videos, die bisher im Netz sind, lassen einen vermuten, dass es tatsächlich dieses Jahr nicht so ist und ich hoffe sehr darauf, aber ich werde es natürlich erst so richtig rausfinden können, wenn ich das dann selber ausprobiert habe. So, jetzt machen wir das Ding aber mal noch auf, ziehen hier die Folie vom Display, das Gerät fährt sich direkt hoch und
Ich weiß, 16 Zoll Upgrade steht auch irgendwann demnächst so in den nächsten Jahren an für das MacBook Pro. Aber man muss schon sagen, dieses Design hier ist verdammt gut gealtert. Meine Güte, sieht es toll aus. Und die Tastatur will ich auch mal noch kurz ausprobieren. Oh, uff. Scheiße. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Okay, die ist tatsächlich schwammiger als vorher. Und ich weiß nicht unbedingt, ob ich es gut finden soll. Weil das ist halt noch so eine Sache mit den neuen MacBooks. Dieses MacBook-Design hatte jetzt in den letzten Jahren extrem viele Probleme damit, dass die Tastaturen kaputt gegangen sind. Ich hatte zum Beispiel auch bei meinem... Schalter, um Deutsch als Standardsprache zu verwenden. Ah ja. Ich hatte jetzt auch bei meinem alten MacBook immer das Problem, dass zum Beispiel die B-Taste jede Drückung quasi als zwei Drückungen wahrgenommen hat. Das heißt, man tippt B und es kommt BB auf den Bildschirm. Das ist schon beim Schreiben von Texten nervig. Noch viel nerviger ist es aber beim Schneiden, weil man zum Beispiel in Final Cut mit Command B einen Schnitt setzt. Und dann hat er immer zwei Schnitte gesetzt, was total ärgerlich war. Und Apple hat mittlerweile ein Austauschprogramm für diese ganzen Tastaturen. Tatsächlich ist auch diese neue Tastatur im neuen MacBook schon direkt ab Tag 1 in diesem Austauschprogramm drin. Das heißt, wenn man irgendwelche Probleme mit der Tastatur hat, dann bekommt man die automatisch kostenlos, ohne dass weiter Fragen gestellt werden, von Apple in dem Apple Store einfach umgetauscht. Und es ist auf der einen Seite beruhigend, aber auf der anderen Seite, naja, lässt es mich vermuten, dass man nicht allzu großes Vertrauen darin haben sollte, dass diese neue Tastatur in diesem Spec-Bump, den sie jetzt quasi durchgeführt haben, dass die so viel besser sein soll. Apple sagt, sie haben was an den Materialien geändert, so dass diese Tastatur jetzt nicht mehr so schnell kaputt geht. Und man spürt es auch, wie gesagt, beim Tippen. Es ist deutlich dumpfer als die Tastatur, die ich jetzt vorher hatte im alten MacBook. Aber ja, ob die wirklich durchhält auf Dauer und nicht kaputt geht, so wie die alten es häufig hatten, das wird man auch erst im Langzeittest sehen. Aber gut, ich würde sagen, ich richte das Ding jetzt erstmal noch ein und dann machen wir noch ein paar Benchmarks. So, ich habe das MacBook jetzt eingerichtet, die ersten Programme drauf installiert und direkt mal ein paar Benchmarks gemacht. Ich habe jetzt hier leider keine anderen Computer da, mit denen man das direkt vergleichen könnte. Allerdings hatte ich ja mal ein Video gemacht, wo ich einen iMac Pro mit meinem alten MacBook Pro verglichen habe. Und da waren eine Menge Benchmark-Ergebnisse drin, die ich jetzt mir einfach mal zum Vergleich hergezogen habe, damit man so ein bisschen eine Perspektive dafür bekommt, wie viel Power das neue MacBook Pro tatsächlich hat. Angefangen habe ich einfach mal mit dem Blackmagic Disk Speed Test, weil man da relativ gut sehen kann, wie schnell die SSDs in den Computers tatsächlich schreiben und lesen. Und da konnte man sehen, dass mein altes MacBook zwar in der Schreibgeschwindigkeit mit dem iMac Pro nicht so gut mithalten konnte, aber dafür in der Lesegeschwindigkeit fast keine Probleme hatte. Das neue MacBook ist jetzt noch näher am iMac Pro dran, aber im Endeffekt nehmen sich alle drei Computer in der Kategorie nicht sonderlich viel. Deutlich spannender wurde es dann beim Geekbench CPU Test, wenn man sich da mal den Multicore-Score anschaut, dann sieht man direkt, dass der iMac Pro und das neue MacBook Pro mit ihren 8 Kernen ungefähr doppelt so viel Leistung bringen wie das alte MacBook Pro mit 4 Kernen. Sehr interessant fand ich aber auch zu sehen, wie die Single-Core-Performance ist, denn dort sieht man eine kontinuierliche Steigerung von den einzelnen Kernen. Beim alten MacBook war es noch am wenigsten, der iMac Pro war besser und am allerbesten ist tatsächlich das neue MacBook. Im Endeffekt beanspruchen unterschiedliche Aufgaben CPUs aber auch immer auf eine andere Art und Weise. Deswegen macht es Sinn, da auch nochmal einen anderen CPU-Test zu fahren. Und dafür haben wir hier zum Beispiel den Cinebench R15 CPU-Test. Und da hat das alte MacBook, mit 613 Punkten nicht allzu gut abgeschnitten. Der iMac Pro ist da mit 1681 schon deutlich besser dabei. Das neue MacBook kommt da fast dran, kann aber nicht zu 100% mithalten. Zu guter Letzt wollte ich mir dann aber auch nochmal die Grafikperformance anschauen, denn in die neuen 8-Kern-MacBooks kann man sich eine Radeon Vega 20 rein konfigurieren, die deutlich mehr Bums haben sollte, als das, was noch in meinem alten MacBook drin war. Und ja, deswegen habe ich einfach mal den Geekbench Compute Test angeworfen und da sieht man tatsächlich einen etwas höheren Score beim neuen MacBook im Vergleich zum alten MacBook. Allerdings können beide dem iMac Pro nicht das Wasser reichen. Da war ich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir da den Vorteil von der Vega 20 deutlich stärker vorgestellt, aber dann habe ich auch nochmal den Cinebench Open
OpenGL-Test angeworfen und dort war das Ergebnis dann komplett anders, denn hier haben wir tatsächlich beim iMac Pro schon einen deutlich besseren Score gehabt als beim alten MacBook, aber tatsächlich hat das neue MacBook nochmal mehr Frames per Second rausgeholt als der iMac Pro. Kann man jetzt also im Endeffekt sagen, dass das neue MacBook Pro so ein bisschen wie ein iMac Pro to go ist? Ich denke schon, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir hier die Top-Ausstattung vom MacBook mit der Baseline vom iMac Pro verglichen haben. Also wenn man möchte, kann man in den iMac Pro noch viel, viel mehr reinstopfen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich extrem darauf, die Power jetzt zum Schneiden verwenden zu können. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war es jetzt aber mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Video auch wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.